Geld ist nicht der Nerv des Krieges, sondern gute Soldaten. Du kannst noch so viele Bauern schicken. So, gutes Wetter. Wir könnten eigentlich relativ schnell durchbrechen. Wir hauen hier das Tor durch, dann mit den Leitern hier rüber. Und dann das Tor und dann rüber. Oder das, die beiden Tore und dann die Leitern da drüben. Ich glaube, das wäre schlauer. Das heißt, die Leitern werden nicht genommen. Wir stürmen mit der Infanterie nach vorne. Ich hoffe, die haben nur... Okay, schwache Verteidigung. Das geht. Das heißt, die könnten schon die Leitern mit nach vorne tragen. Die müssen eh nach vorne. So. Der Feind hat mehr Männer geholt! Ja, das macht er schnell. So können wir mehr von ihnen töten! So, rein da. Gut, die schießen schon. Könnte auch versuchen, die... Nee, kann ich nicht wagen. Es sind nicht wenige. Oh, schöne Sonne. Raketen, dem Raketenwerfer. Und natürlich, oh Gott, eine Balliste. So. Ich glaube, der Raketenwerfer ist ja echt gefährlich, ja. Ich würde trotzdem gerne schnell in die Stadt rein. Ich möchte die Kavallerie nicht opfern, um die jetzt wegzuhauen. Obwohl da jetzt schon jemand vorbeikommt. Das heißt, wir machen uns hier schon mal bereit, um den wegzuhauen. So, haut den weg. Ganz schnell. Der darf hier nicht rein. So, er reitet von der Seite ran. So, Leiter fallen lassen, haut den weg. Gerittene kumanische Bogenschützen, weg mit denen. Oh Gott, Armbrustschützen, Feuer einstellen. So, schlappe für die Leitern. Unsere Männer gewinnen die Schlacht. Wenn wir so weitermachen, ist der Sieg unser. So, Kavallerie wieder zurück. Unsere Männer haben das Tor mit dem Rambock erreicht. Schwerträger. Schwerträger werden aber nicht schnell los. Wir müssen trotzdem die Sachen erstmal fallen lassen. Sehr gut! Das Tor ist aufgebrochen! So, jetzt macht Platz für die Ramme. So, nächstes Tor. Die Leitern können auch die Armbrustschützen mitnehmen. Unsere Soldaten haben die Mauern des Feindes eingenommen.
keine Chance gegen unsere Einheiten. Die sind zu stark dafür. Also haut mal die da oben weg. Die Schlacht läuft gut für das Reich. Bleibt stark und der Feind wird besiegt werden. So, Rampe fallen lassen. Hier geht jetzt einmal darüber. Und greift dann von der Seite an. Das fallen lassen. So, einmal hier aufstellen. Ja, also, weg damit. So, was haben wir hier? Ampelschützen. Die Kavallerie kann jetzt immer hier rein. Also Ampelschützen nach vorne. Die dürfen sogar die Leiter mitnehmen. Und den Rambock hätte ich auch noch gerne als Sicherheit. So, alle zum Tor. So, die Leitern haben wir, dann her damit. Einmal bis hier rüber. Hört man wieder weg. Ja, wir haut die Leibwache weg. Die Schlacht läuft gut für das Reich. Bleibt stark und der Feind wird besiegt werden. Kommt eine Ambruchschützenmiliz. Lass die Ramme fallen, die brauchen wir nicht mehr. Jetzt wird's schwierig. Okay, sämtliche Ambruchschützen. Stellt euch hier auf. Wir verteidigen. Dann einmal bereit machen. Infanterie bereit machen. Runter mit euch. Also wir müssen jetzt hier im ersten Ring verteidigen, dass wir nicht sterben. Ja, die sind schon da. Haltet sie auf. Schnell, 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 schnell. Okay, die sind schon da. Gut. Dann Kavallerie einmal hier rüber. So, greift den Johanniterorden, nicht Johanniter, sondern Johanniter. Schwere Infanterie! Bewegung! So, Kavallerie nach hinten und dann durch. Aber die könnten alle von hier angreifen, rein da. Und Druck aufbauen, rein da. So, damit hätten wir die Verstärkung auch weggehauen. Die Schlacht läuft gut für das Reich. Bleibt stark und der Feind wird besiegt werden.
Ja, und schon fliegen sie. Nur noch die Hälfte der feindlichen Streitmacht ist übrig. Ein Feind des Reiches liegt tot zu unseren Füßen. Meine Güte. Gleich aufstellen, hier rüber und dann rüber feuern. Also Infanterie bereit machen. Ihr müsst die hier schützen. Wenn unser Ambusschützendienst tot ist, dann war's das. Okay, da kommen noch mehr Einheiten. Balliste, haut mal die weg. Dann haut ihr den Raketenwerfer weg. Oder die hochmanischen Bogenschützen. So, kein freies Feuer. Ihr feuert auf die Bauern. Ne, die Söldner. Einfach da rein. Die Schlacht läuft gut für das Reich. Bleibt stark und der Feind wird besiegt werden. So, das ist übel für die Feinde. Aber gut für uns. Okay, Kavallerie, was macht ihr denn? Raketenwerfer habt ihr erobert, sehr gut. Dann wieder. So, jetzt Druck aufbauen. Weg mit denen. Die schieben noch ein Katapult hier rein, okay. So, Feuer einstellen. Das machen nämlich unsere Ritter den Rest. Kavallerie ist wieder bereit, die schicken wir wieder rein. Also, Rittereinheit einmal die 24. Nur noch die Hälfte der feindlichen Streitmacht ist übrig. Vielleicht schaffen wir es auch so, ohne dass wir die. Eigentlich müssten wir gar nicht, das Tor ist ja offen. Also, dann wollen wir nicht. Bewohner. So, könnt ihr rein? Ja. Dann einmal hier aufstellen.
das Tor eingenommen? Ja. Unsere Männer gewinnen die Schlacht. Wenn wir so weitermachen, ist der Sieg unser. Zur Kavallerie rein. So, die Ambossschützen, die hätte ich gerne. Den Platz müssen wir freiräumen. Wir könnten aber die hier schon mal reinschicken, zu der Seite. So, dann nehmen wir später noch einen Rambock mit und hauen das letzte Tor weg. Leitern würde ich... Vielleicht können wir die Leitern auch verwenden. Okay, von der Seite ist es gut. So, geht mal dahin. Ciao. Speerträger da weg. Ne, nicht die Speerträger. Stopp. Ist ja blöd, mit Kavallerie da anzugreifen. Kavallerie wartet erstmal hier. Die es machen unsere Ritter. Oh, die fliehen hier. Na gut. So, dann darf ein Ritter halt wieder einen Rambock mitnehmen. Oder den kommen wir nicht weit. Dann bräuchten wir noch die anderen Bretter. Ich nehme jetzt die Leiter mit. Der Seite an. Die Leitern davon abhängig sind, wie viele Soldaten da sind. Okay. Da wäre es eigentlich schlauer gewesen, wenn wir die Ambossschützen hinschicken. Ja, ist zu spät. Einheiten marschieren! Schwere Kontrolle! So, dann machen wir jetzt den letzten Schlag. So, schnappt euch die Mauer, die Mauer, die Mauer. Das Stück und das Stück. Okay, geht nicht. Dann... Dann rennt trotzdem dahin. Haben die da einen Katapult drin, oder wie? Oh Gott.
eine weitere Schwierigkeit für unsere Truppen. So wichtig ist, dass wir zuerst die Mauer erobern. Und diese sichern. Die machen ihre eigenen Tore kaputt. So, Mauer sichern. Abwehrschützen drauf. Dann die Eingänge sichern. Wenn das Tor offen ist, können wir dann später auch die Kavallerie reinschicken. Die Abwehrschützen müssten uns dann von oben absichern, weil sonst schaffen wir das nicht. Super. Ramburg ist kaputt. Schließt ihr euch da an. Kavallerie hat mal die da weg. Die Leitern sind jetzt in Position! Auf die Mauer. So, der General kommt gleich hier rüber. Die müssen ihn sehen, damit die Leute Mut haben. So, weg mit der Leiter, auf die Mauer. So, Armbrustschützen, ihr könnt auch schon hin. Unsere Einheiten fliegen schon, das ist echt furchtbar. So, haut den mal weg, das ist die Leitwache. Die Leitern sind jetzt in Position! Auf die Mauer mit euch. Unsere Männer gewinnen die Schlacht. Wenn wir so weitermachen, ist der Sieg unser. Okay, die Ampelschützen gehen hier rüber. Ich glaube, wir sind schneller, wenn wir einfach durch das Tor rein. Das Reiches liegt tot zu unseren Füßen. So, Kavallerie geht hier rüber. Komm. Gut. Gut. So, hab die da weg. Hab die weg. Ihr rennt da hoch, damit das Tor offen ist. Tor. Wir machen das hier. Sagen wir es? Dann rein mit uns. So, absichern. So, Ambroschützen nach oben mit euch. Ihr müsst uns hier Feuerschutz geben. So, ihr haut hier rüber. So, ihr könnt auch dahin. So. So, formieren, damit ich weiß, welche viele fliehen und welche nicht. Sehr schlau, was die da machen. Ja, einmal da rein. So, möchten die Ampelschützen auch mal nach oben? Ja, die nehmen natürlich den langen Weg. Sehr schlau. Mein Herr, wir haben die Hälfte der Armee verloren. Ja. Das darf doch nicht wahr sein. Ampelschützen, würdet ihr mal...
Gut. Dann stimmt das da. Weg da. So. Mutter, nach oben mit euch. Und die weg. Schießen. Wir warten noch darauf, dass alle die Leiter hochgehen. Unser schwachköpfiger General hat sein Leben weggeworfen. Ist er wild von mir? Unsere Chance auf Sieg gleich mit. Was passiert, wenn man ungeduldig wird? So, Kavallerie zurück. Larry, würdet ihr bitte wieder zurück? So, wenn mal die Einheiten hier nach oben rennen würden, schneller. Die Schlacht läuft gut für das Reich. Bleibt stark und der Feind wird besiegt werden. Ein Feind des Reiches liegt tot zu unseren Füßen. So, endlich haben wir es. So, ich muss daran denken, nächstes Mal, dass ich die Einheiten vorher reinschicke, weil die nehmen den kürzesten Weg und nicht den logischen Weg. Also den besten Weg, sondern einfach nur irgendeinen blöden Weg. So, jetzt hätten wir es eigentlich gewonnen. Weil was soll jetzt noch passieren? Die fliehen eh, die kommen nicht nach oben. Das war's für die. So, da versucht die Leibwache nochmal was. Also, stopp! Bitte aufstellen. Also, was haben sie überhaupt noch für Leute? Bauern und so weiter. Erinnern wir uns nochmal. So, dann haben wir es doch noch geschafft, aber war doch sehr, sehr knapp.
der hält die letzten ganz schön aus. So, Feuer einstellen. Ausgezeichnet! Unsere Männer haben die Kontrolle über die Burg erlangt. Da fliegt er weg. Wie, das war's nicht? Hm. Okay. Alle Einheiten da rauf. So, wir lassen sogar die Besatzung da und wir schicken wieder mit. Mal sehen, wer schneller ist, der Timer oder die Kavallerie. Okay, der Timer ist schneller. Wegen 4 Einheiten dort. Heute beanspruchen wir den Sieg für das Reich. War aber schon eine große Streitmacht. Und ein anderes Pferd verbindet meine Wunden, mit uns rechnen, denn wir haben noch viel zu tun. So, damit gehört Hallüch wieder uns. Das Reich ist siegreich. Gott ist auf unserer Seite, Kaiser. Wir haben gesiegt. So, da brauche ich hier mal Ballistentürme. Damit das nicht nochmal passiert. Oh, wir haben noch eine Schlacht. Schade, ich wollte eigentlich heute noch in die neue Welt. Dann machen wir das halt nächstes Mal. Oder wir machen diese Schlacht automatisch. Jawohl! Nähern uns den Feinden des Reiches! 1400. Wolfram der Ehrliche, Lukas Dietrich, Hauptmann Sigismund. Ich will aber eine große Schlacht mal sehen. Formiert euch, Männer, und zerquetscht die Feinde des Kaisers!